Draconius Go Let's Play. Herzlich willkommen zum mittlerweile achten Teil. Diesmal geht es in einem kleinen Video um das Brüten der Eier in den Drachenkokons. Es gibt verschiedene, genauso wie ich immer den Vergleich ziehe zu Pokémon Go. Es gibt 2 Kilometer Eier, 5 Kilometer Eier und 10 Kilometer Eier. Ihr lauft die entsprechenden Distanzen und brütet dann neue Monster oder schon vorhandene Monster. Drachenkokons bekommt ihr bei einigen Levelaufstiegen, des Weiteren auch im Laden innerhalb des Spiels für 150 Münzen, die dann auch pro Kokon dreimal zu verwenden sind. Unabhängig davon gibt es ja auch noch diese unendliche Brutmaschine, die nach jedem Mal ausbrüten wieder neu verwendet werden kann.